Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch mit Teil 92 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Und wir machen heute mal wieder ein bisschen was anderes zur Abwechslung. Wie man hier sehen kann, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und an dieser Stelle werden wir jetzt auch weitermachen. Allerdings brauche ich vorher noch was und dazu müssen wir erstmal hochgehen. Und zwar brauche ich Eisen. So, das sollte erstmal reichen. So. Und so. Dann machen wir uns noch ein paar Werkzeuge. Und dann wird halt. Jetzt habe ich doch fast was vergessen. Schlecht. Dann machen wir uns mal kurz ein Schild. So, und das packen wir dann hier hinten hin. Oh, nein, hier ist Sandstein, Redstone, dann ja, nehmen wir die. So, Steine. Und dann packen wir das eben hier rein. So, das ist doch schon mal besser. Okay. Und dann würde ich sagen, fangen wir da unten mal an zu graben. Denn ja, wir brauchen hier unten definitiv noch das ein oder andere, was ich hier gerne hätte. Eines der nächsten Projekte wird sein, dass wir das da vorne etwas ja, weitermachen, beziehungsweise am besten sogar abschließen. Und wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ja, theoretisch kann ich auch schon mal sagen, um was es hier ganz genau. Oh, Kohle. Nein, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Theoretisch kann ich schon mal sagen, was ich hier vorhabe. Da, wo ich mich jetzt hingrabe, da wird ein ja, wie soll man sagen, eine Baumfarm entstehen. Und das war ja klar, da haben wir nochmal Kohle, so. Und in dieser Baumfarm werden wir dann in Zukunft unsere ganzen Bäume immer anpflanzen. Der Grund dafür ist relativ simpel. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, das ist die richtige Höhe. Der Grund, warum ich das mache hier, ist relativ simpel. Ich will zum einen verhindern, dass wir solche Riesenbäume hier haben. Deshalb habe ich hier eine Beschränkung auf eine Höhe von 5. Da sollten die Bäume ganz ordentlich wachsen. Und mit ein anderer Grund ist noch, ich habe einfach keinen Bock, immer auf den Tag warten zu müssen. Wenn wir hier unterirdisch unsere kleine Baumfarm haben, können wir das Problem dann. Oh, Eisen, sehr schön. Können wir das Problem, dass es eben Nacht ist, relativ einfach umgehen. Oh Gott, das ist ja. Das scheint ein größeres Vorkommen zu sein, wie es aussieht. Noch mehr, mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl. So. Gut, das soll's dann auch soweit sein. Viel weiter will ich da gar nicht gehen.
unsere Baumfarm wird auf jeden Fall mit dieser Größe vollkommen ausreichend funktionieren. So, dann machen wir nochmal hier einen Moment, was habe ich hier für einen Abstand gewählt? 2. So. Wird bei dieser Größe vollkommen ausreichen. Größer brauchen wir das nicht. Ja, 4 bin ich hier reingegangen. Also, auch hier wieder 4 hinein. So. Das wäre das. Dann machen wir hier noch ein bisschen Licht. So. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie weit wir hier reingehen. So, ich würde sagen, das hier ist eine ganz angenehme Größe. Wenn wir das auf diese Größe bringen, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel hier, doch das wird sich bald ändern. Denn ich mache jetzt mal Licht, so. Und noch eine Reihe muss weg. Sehr, sehr gut. So. Das ist, wie gesagt, eine recht annehmbare Größe, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt fangen wir eben an, das hier entsprechend zu tragen, nachdem wir die Größe in etwa festgelegt haben. Ja, ich lasse die Erde jetzt mal da. Wir werden hier sowieso später Erde reinmachen. Zwar höchstwahrscheinlich nicht an dieser Stelle. Ich werde da nämlich ja, sozusagen einen kleinen Weg drumherum machen. Um diese Baumfarm, und in der Mitte werden wir dann die Bäume haben. Doch, ja, momentan ist das noch egal. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir den Raum entsprechend ausheben. Und dann werden wir den Boden an den Stellen entsprechend ersetzen durch Erde. Und werden dann eben unsere Bäume pflanzen. Ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Falls es nicht so funktionieren sollte, ist das auch weniger tragisch, denn wir müssen ja nicht immer einen kompletten Stack Holz oder sowas zusammenbekommen. Es reicht ja auch, wenn man mal irgendwie ein paar bekommt. Also, ich werde, kann ich ja jetzt vielleicht schon mal sagen, ich werde da ein, wie soll man sagen, so eine Art, ich werde das in so eine Art Muster aufbauen. Und zwar so schachbrettmäßig. Sprich, also, so, oh, das war nicht gut. So. Also ich werde das so schachbrettmäßig aufbauen. Sprich, ein Feld Erde. Die angrenzenden Felder werden mit Fackeln besetzt und die diagonalen Felder wieder mit Setzlingen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so eine Idee von mir. Aber wir werden wahrscheinlich relativ schnell feststellen, ob das alles so reibungslos läuft, wie ich es gerne hätte. Na, ja, okay, die kann da auch liegen bleiben. So, machen wir das alles hier weg. Ja. Machen wir erstmal diese Reihe hier weg.
Und dann haben wir zumindest auf dieser Seite hier, auf der ich jetzt gerade bin, noch eine Reihe. Die kommt jetzt natürlich auch weg. Und dann sind wir auf der Seite schon fertig. Und gehen zur ne ach, da, okay. Gehen zur nächsten Seite dann über. So, das passt. Das auch. So. Kommt noch das hier weg. Sehr schön. Und jetzt kommt na, hier überall wieder Stein rein. Da mache ich jetzt nichts rein. Das lohnt nicht. So. Und die gleiche Geschichte dann nochmal hier. So, sehr schön. Dann das hier nehmen wir mal mit. Ach, das ist mir jetzt egal. Wir sind nicht direkt auf diese Kohle angewiesen, also lassen wir die einfach mal da, wie sie ist. So. Das wäre das. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Licht. Ich werde das jetzt nicht so extrem großartig ausleuchten, denn wie gesagt, hier kommen noch eine ganze Menge Fackeln rein. Die Bäume, die brauchen ja auch entsprechend Licht, um zu wachsen. Und da werden wir eben mehr als genug Fackeln aufstellen müssen, um eben optimales Licht bieten zu können. Also zumindest mit der Beleuchtung werden wir hier wahrscheinlich keine Probleme haben. Vor allem will ich das Ganze auch so ausleuchten, dass unterhalb der Blätter nach Möglichkeit nicht die Möglichkeit nochmal. Ich werde die Fackeln so aufbauen, dass die Möglichkeit, dass Monster unterhalb der Bäume spawnen, nicht vorhanden ist. Also es muss hell genug dafür sein. Sprich, also unter jedem Baum muss an jeder Seite mindestens eine Fackel stehen. Nur so kann man sich hundertprozentig sicher sein. Und wie gesagt, gleichzeitig bringt das auch einiges, weil die Entschuldigung, die Bäume ja auch Licht brauchen, um zu wachsen. Und da verabschiedet sich eine Spitzhacke. Irgendwie verbrauchen sich die Spitzhacken immer noch zu schnell. Ich glaube, ich muss irgendwie dringend mal mehr Diamant suchen und mir mal eine Diamantspitzhacke machen. Das würde uns einiges an Zeit sparen und wir könnten ein bisschen mehr machen als das, was wir hier immer nur machen. Die Baupassagen, beziehungsweise Abbaupassagen würden dadurch auch ein bisschen kürzer werden. Nur, ja, so viel Diamant habe ich momentan noch nicht. Die Diamanten, die ich aktuell habe, würden zwar theoretisch für eine Spitzhacke reichen, doch ich muss sagen, ich spare mir das momentan lieber auf, um es eben später einsetzen zu können. Wo sind wir da gelandet? Ja, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Wir machen das einfach. Wir machen das einfach wieder zu. Da habe ich mich wohl etwas verschätzt. Da sind wir doch näher dran, als ich eigentlich dachte. Oh. Das ist blöd.
Schauen wir mal, habe ich hier irgendwo noch Steine reingepackt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, das ist blöd. Gut, wir haben theoretisch auch noch andere Sachen. Machen wir dann auch gleich mal noch ein bisschen Eisen, wenn wir sowieso schon gerade hier sind. So, das kommt hier rein. Und dann können wir wenigstens schon mal den ganzen Cobblestone hier abladen. In unserem Lager. Und dann würde ich sagen, hier. Dann würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich wieder runter. Denn wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir sitzen jetzt ja inzwischen auch wieder eine Weile dran. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz optimal. Ja, dieser Gang da, der steht da jetzt ein bisschen blöd in der Gegend rum sozusagen. Finde ich sehr, sehr schade, dass wir da Probleme an der Ecke haben. Gefällt mir nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Aber gut, da ja, können wir jetzt nicht wirklich was dran ändern. Die Steine, die wir jetzt hier haben, reichen natürlich nicht aus. Aber wir können die Zeit, in der wir hier warten, ja ein bisschen nutzen. Weil wir hier ja noch was abbauen müssen. Und zwar diese Reihe hier. Die muss da definitiv noch weg. Dann können wir hier auch schon mal die Fackeln neu platzieren. Jetzt lasst mich kurz überlegen, wie wir das hier machen. Wenn ich hier das Ganze so mache, dann passt das schon mal nicht. Moment, ich mach die mal hier weg. So. Hier würde die Fackel hinkommen. Und dann passt's doch. So. Was rede ich denn da schon wieder? Ja. Das sollte ganz gut funktionieren soweit. Und dann schauen wir mal, das war jetzt zwar nicht so viel Zeit, aber oh, Moment, da vorne gehen wir noch schnell vorbei und bauen uns mal das Zuckerrohr ab. So. Da haben wir auch einiges wieder. So, und die letzte Reihe. Sehr schön. Okay. Dann packen wir das wieder hier rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt unsere Steine abholen. Da dürften wir jetzt hoffentlich genug haben. Na. Und es wird schon wieder dunkel. Okay. Ah, das reicht höchstwahrscheinlich immer noch nicht. Ich hätte mehr als einen Ofen benutzen. Ah. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Ich pack mal schnell hier noch einen Stack in den Ofen rein. Das ist zwar jetzt theoretisch zu spät, aber besser als nichts ist das auf jeden Fall. So. Und dann verbauen wir noch schnell die Steine, die wir jetzt neu mitgenommen haben.
glaube, damit kommen wir nicht sehr weit, wie man unschwer erkennen kann. Aber gut, das ist jetzt zwar ein bisschen nervig, doch ich laufe da einfach mal wieder rüber und hole nochmal Steinnachschub. Ich meine, das Hin- und Herlaufen, seien wir mal ehrlich, ist immer noch besser als einfach laufen. Und dabei nichts zu tun, sprich also sinnlos hin- und herlaufen. Ganz schlecht, sehr, sehr langweilig. Und mir fällt auch nicht wirklich was ein, was ich dazu erzählen könnte. Aber gut, wir, na, so. Wir haben vielleicht genug. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele noch gefehlt haben. Ja, das reicht. Sehr schön. Und für das hier, also für das hier, reicht's natürlich auch noch. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich werde das hier anders machen, als ich eigentlich gerade dachte. Ich werde hier zwar einen Weg außenrum machen, aber ich nehme doch keinen Stein. Beziehungsweise ich nehme schon Stein, aber nicht diesen Stein. So. Wir nehmen das. Wir nehmen diese Stufen. So, das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Ich glaube, da habe ich aber auch viel, viel zu wenig dabei. Ja, gut. Wir kümmern uns derweil mal um etwas anderes. Wir müssen die Zeit ja sinnvoll nutzen. Wir sitzen jetzt hier schon wieder eine ganze Weile dran. Das ist nicht ganz optimal. Doch, ja, verhindern können wir das jetzt auch nicht. Also ich meine, gut, theoretisch hätte ich einen Cut machen können und euch dann später das Gesamtergebnis zeigen können. Doch eigentlich will ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich will euch halt auch ein richtiges Let's Play bieten. Neben dem, was ich so Let's Show-mäßig immer dann dazu einbinde, sozusagen. Und da gehören solche Sachen eben auch dazu. Ich meine, Minecraft, ja, hat eben auch sehr, sehr viel mit Bauen und Abbauen zu tun. Und dementsprechend muss ich hier natürlich auch solche Sachen zeigen, wenn ich ein Let's Play machen will. Und wir haben jetzt alles mit Erde ausgekleidet da in der Mitte und werden uns jetzt schnell ein paar Sachen holen. Zum einen machen wir uns ein bisschen Steine, damit wir die noch außenrum fertiglegen können. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, das. Na komm, das reicht. Aufwärmen, schnell. Ja. Und dann holen wir uns noch schnell hier unsere Setzlinge. So.
Und dann rasen wir auch schon nach unten, falls man das so bezeichnen kann. Und werden dann eben die Sache hier soweit erstmal dann fertig machen. Ich platziere hier mal die Fackeln. Machen wir das erstmal so. Nein, 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 nein. Ich habe da eine ganz andere Idee. Wir machen das anders. Wir machen das so, ich platziere erst einmal hier die Bäume. Das ist besser. Was? Zu dunkel, okay. Dann machen wir eben Licht. Reicht das? Scheint so. Hier auch schön Licht machen. Genauso wie hier. Alles schön mit Licht. So, dann hier auch wieder schön viel Licht. So, hier kommt Licht hin, da, da. Ups, da, hier und hier und hier und hier und hier. Und hier. So, und dazwischen kommen jetzt überall Bäume. So, das dürfte eine recht ordentliche Baumfarm werden. Und das war's. Für mehr haben wir leider nicht das Material dabei. Ist allerdings jetzt nicht so tragisch. Damit können wir soweit erstmal leben. Ich mache hier noch ein bisschen Licht, so. Und dann machen wir schnell diese Geschichte noch fertig. So, und das war's für diesen Teil wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.